Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video mit mir und Daniel. Wir sind heute wieder unterwegs und wollen heute ein paar schöne römische Funde machen. Ja, vorab ein Gruß an meinen Sponsor www.detektoren-shop.de und da muss ich sagen, ich habe vom Tim eine Fernbedienung bekommen, vielmehr einen kompletten Deus mit Software 2.0 für die Unterwassersuche, weil da kommt auch noch was von mir in naher Zukunft. Aber heute geht es darum, ich bin heute mit der Fernbedienung, die ich vom Tim, also vom Detektoren-shop.de gesponsert bekommen habe, heute für euch unterwegs, weil viele meiner Bekannten sagten mir, pass mal auf Markus, mit der 2.0 ist es so, dass die Töne wie damals beim Deus 1 mit der HF kommen, also viel knackiger, lauter, hat aber auch einen Nachteil, dass die Eisenteile jetzt auch wieder besser angezeigt werden und ja, knackiger kommen, aber da muss man eben genau hinhören und vielleicht auch mal das Display im Auge behalten, um zu sehen, wie die Leitwerte sind. Und dafür sind wir heute, ich mit meinem Deus, mit der neuen Fernbedienung, mit der 2.0 unterwegs und der Daniel im Hintergrund noch mit seinem Deus 2 mit der alten Software 07.1. Und da wollen wir mal vergleichen, wie da der Unterschied der Töne ist oder wie das Verhalten ist. Also heute werden wir zwar nicht sehr viele Funde machen können, oder was heißt Funde schon, nur das Video kann ich ja nicht unendlich machen. Also es ist immer begrenzt, also ihr werdet nicht viele Funde in diesem Video sehen, aber ihr werdet Funde sehen und wir werden aber auch gleichzeitig mal die zwei Software gegeneinander testen, ob jetzt wirklich der Riesenvorteil ist von den Tönen oder eben nicht. Aber viele meiner Kumpels, darunter auch der Kai, und Kai ist auch schon ein sehr erfahrener Sucher, der sich gut auskennt. Und Kai sagte zu mir, Markus, ist zwar gewöhnungsbedürftig, die 2.0, aber die Töne kommen viel besser. Okay, ich habe jetzt auf der neuen Fernbedienung mein Ackerprogramm drauf gemacht. Und ich werde euch direkt gleich nach meinem Intro mit zu den Einstellungen nehmen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Hier ist die neue Fernbedienung, die ich vom Shop www.detektoren-shop.de bekommen habe vom Tim. Und ich nehme euch jetzt mit zu den Einstellungen. Also wir starten jetzt erstmal, so dass ihr auch sehen könnt, dass die 2.0 drauf ist. So, da könnt ihr sehen, 2.0. So, wir gehen heute ohne Kopfhörer. Das mache ich ja für euch. Hier ist mein Ackerprogramm, das ich mit dem Werksprogramm General erstellt habe. Ich habe hier jetzt, weil hier viel Müll auf dem Acker ist, den Disc auf 20 mal genommen. Sensitiv auf 96. Die Frequenz habe ich voll ausgenutzt, also ihr könnt bei der 2.0 euch jetzt aussuchen von 4 kHz bis 14 kHz, also ich zeige es euch mal ganz kurz. Also jetzt geht das, würde das, wenn ich es so belassen würde, von 4 bis 14 kHz, von 4 bis 24 und jetzt die volle Breite von 4 bis 40 kHz. So, die Eisenlautstärke auf 1 für neue Zuschauer, deswegen. Weil wenn ihr mal ein kleines Buntmetall neben Eisen habt, dann habt ihr einen Mischton. Wenn ihr Eisen komplett ausschaltet, dann kommt dieser Mischton nicht mehr so zustande, sondern ihr habt einen abgehackten Ton. Das hört sich eher mineralisch an. Also darum empfehle ich auch immer, einen Eisenton da drin zu lassen oder dabei zu lassen, dass ihr einen Mischton habt. So, die Reaktionszeit habe ich hier auf 2,5 gesetzt. Signalverstärkung auf 4, nicht höher. Weil sonst könnt ihr nicht mehr unterscheiden, ob der Fund noch im Boden ist oder schon ziemlich an der Oberfläche liegt. So, jetzt gehen wir in Expert-Einstellung. Das ist ein Dreiton. Im Expert-Modus, also 20,
ist die erste Schwellenart 49, die zweite und von 49 bis 99 die dritte. So. Die Töne dazu habe ich mir natürlich nach meinen Vorlieben eingestellt. Den ersten auf 100, den zweiten auf 470 und den dritten bei 862. Den, also Kronkorken komplett aus, Notch aus, Bodenfilter auf 1 und das war's. So. Und ich habe natürlich eingestellt große Zahlen. Jetzt machen wir hier über Pumpen den Bodenabgleich. Immer schön von 20, ca. 20, 30 cm vom Boden bis auf 5 Meter, auf 5 Meter, wo ich glaube, 5 cm zum Boden hin. Also hier ist was, glaube ich. Wir gehen ein Stückchen weiter, machen ihn nochmal neu. So. Obwohl hier ist das genauso. Dann könnte das sein, wirklich, dass hier eine hohe Mineralisierung in dem Boden ist. Wir haben den jetzt auf 86, den Bodenfilter. Ja. Und somit ist jetzt auch wieder der Deus eingestellt. So, ich werde mich gleich beim ersten Fund bei euch melden. Ich sage aber schon mal vorab, ich werde nicht jeden Fund mit ins Video nehmen. Also Schrottteile wird kein Mensch sehen. Es kommen nur die auserlesenen Teile. Und wie gesagt, da wir das untereinander jetzt gegentesten, die Töne, wird das Video auch nicht sehr viele Funde beinhalten, weil wir erzählen ja auch darüber. Sonst würde es zu lang und ihr habt da keinen Bock drauf zu gucken. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir Bescheid. Dann lassen wir solche Vergleiche. Dann gehe ich weiter suchen, wenn es euch nur die Funde interessieren. Ja, dann noch vorab. Ich werde das jetzt noch vor meinem Treff machen. Heute, ich sage jetzt mal heute, in 2 Wochen wäre ja übertrieben, aber in 2 Wochen ist mein großes Treffen. Also wenn das Video kommt, das werde ich jetzt in der... Wisst ihr, am 6.9. beginnt das Treffen, das ist ein Freitag. Und am 7.9. ist die Rallye bei mir. 8.9. ist dann natürlich der Abreisetag. Und ja, wer Bock hat, kommt. Ist ein schönes Treffen. Ich habe tolle Preise wieder. Ich habe tolle Pokale vom Robert Marathon gemacht. Die werdet ihr sehen. Das sind wirklich handgefertigte Pokale. Und ich denke mir, das wird euch erfreuen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim ersten Fund. Bis nachher. So, hier ist mein erstes Signal. Und vorab euch schon mal gesagt, ihr seht zwar jetzt hier das Grüne rauskommen, aber der Acker liegt brach. Das wächst hier einfach nah. Aber um das nur vorab zu erwähnt haben. So, hier habe ich ein 90er Signal. Wird auch jetzt runter auf 83. Also man muss schon drüber sein. Also 83, 82. Ihr könnt es hören und auch sehen. Ziemlich laut. Also die Töne kommen lauter, meine ich. Kann aber natürlich sein, weil ich bei meinem jetzt... Es ist noch im Boden drin. Ich dachte, es wäre oberhalb, also ein bisschen tiefer rein. Also eine halbe, dreiviertel Spaten Tiefe. Ja, oder? Ja, jetzt ist er mein... Ja, jetzt ist draußen hier an dem Plug. So, ihr seid mit dabei. Ich nehme den Pinpointer. Oh. Ja, ich glaube, der war an. Der ist radikal leer. Also muss es heute mal ohne Pinpointer gehen. So, dafür nehmen wir jetzt die Spule. Brechen das jetzt in 2 Teilen erstmal, um zu gucken. Also da drin oder da? Na, wo ist es denn? Ah, ja, nehmen wir am besten die Seite, wo nicht die Uhr ist. So. Hier ist es nicht bei. Hier auch nicht. Dann liegt es da unten bei. So, gucken wir. So, hierbei muss es irgendwo liegen. Na komm. So. So, ich habe es in der Hand. Nein. Ich glaube, hier ist es schon. Ja.
So, das ist der berühmte erste Schrottfund vom BMG 50, die Spitze vorne. So, und für die Neuen, ich rate euch, nimmt so ein Zeug nicht mit nach Hause, so ein Schrott. Jetzt werden viele sagen, oh, da kann man, nee, kann man eben nicht, weil es gibt hier auch Phosphorspitzen. So, und da sollte man einfach wissen, dass man Munition nicht mit nach Hause nimmt. So, ich werde die jetzt in die Tüte packen und nachher entsorgen. Okay? So, dann sehen wir uns nachher, hoffe ich, bei einem besseren Fund wieder, aber bei keinem Schrott mehr. Bis nachher. Markus, komm mal rüber. So, ich glaube, Daniel hat ein Signal, was wir wieder vergleichen können. Ja, die anderen Signale waren alle scheiße bis jetzt. Ich hoffe jetzt mal, dass was vernünftig dabei ist. Ein 53er. Aber ein bisschen kratzig. Ja. Kann alles sein, ne? 53 kratzig, lass mich mal gucken. Ja, 53 stimmt. Aber kommt sehr klar. Ganz schlecht. Also ich stelle mich jetzt mal anders. So. So, alle. Ein Doppelton. Könnte eine Münze sein. Könnte. Oder einer von den. Oder einer wieder von unseren Leptengeld-Stücken in Bruchstück. Also, bei mir schrabbelt's. Ja? Warte, ich schläge mal meinen Detektor weg. Du grätzt aus. Jetzt wollen wir das ja sehen. Das ist ja für die Leute. Also ich muss sagen, mit der 2.0 sind die Anzeigen tatsächlich klarer, lauter. Aber ihr seht ja selber, Daniel hat ihn jetzt mit 53, ich hatte jetzt auch ein 53er Signal. Jetzt wollen wir mal gucken, wieder was das ist. So, schalt mal drauf, Daniel. Ach Mann. Also hier auf dem Acker, ich glaube, hier haben sie ausgestreut, Dreck hingestreut. Hast du was? Auch wieder ein Splitter. Sieht ein Splitter? Aus. Ja, guck mal, ist voll verdreckt. Ups. Nee, ey, Splitter? Ja. Ist das ein Stück Blei oder was? Nein, das ist kein Blei. Nee, Dani, sag nicht, das war das. Eine schöne Kante. Ein 53er Leitwert, ja, beiden. Ist aber ordentlich verklebt mit irgendwas. Also, ich würde jetzt sagen, aber ein 53er Leitwert, ist das ein Dinner? Das ist tatsächlich ein Dinner. Sieht man doch. Nicht drüber reiben. Nein, ich will nur mal, weißt du, warum das ist? Das Rost drauf. Der ist mit Rost behaftet. Deswegen war es auch so schwierig. Genau, den muss man erstmal runterlösen. Man sieht es aber an der Kante. Ja, das ist ein Dinner. Was hier für diese wunderbare Box. Ja, also, die ist vom Tim. Hat er dir gesponsert. Extra für dich. Besten Dank dafür und den Dinner. Tun rein, na, ist nicht deiner. Der will aber jetzt nicht mehr aus meiner Hand. Ja, du hast aber so eine schöne Box. Weg damit. Nee, aber das ist echt ein Dinner. Ich hätte jetzt nicht gewusst. Ja. Aber das Rost dran. Siehst du, was da für eine Rostablagerung. Ich hoffe, dass da kein Gefütterter ist. Nee. Die sind ja dann meistens mit Buntmetall gefüttert, das ist ja außen. Nee, ich habe auch einen Dinner zu Hause mit dem Eisenkern. 10-Pfennig-Dinner. Kein Dinner, ein Quinar. Doch, kann ich dir mal zeigen, Quinar. Also einen römischen Quinar. Und noch was anderes, ein Doppelknopf. Ja, hat er dann auch noch gefunden. Mein Zeug wollte er nicht sehen. Das ist nur Schrott bis jetzt. Ich glaube, wir machen uns auch gleich vom Acker. Hier hat einer was hingestreut. Also. Aber die Box gefällt mir. Ja, die Box ist schön, ne? Ja. Könnt ihr bestellen beim Shop, bei meinem Sponsor, bei www.detektoren-shop.de, beim Tim. Der hat sie in sämtlichen Ausführungen, in sämtlichen Farben. Da kriegt ihr auch Spulenschütze, die ich euch wärmstens, wirklich wärmstens, ans Herz legen kann. Mir ist nämlich beim letzten Waldspaziergang auch was passiert. Dachte, das wäre es ein Baumschumpf. Nein, war das ein Stück Stein, was so ähnlich wie ein Baumschumpf. Ich habe da voll gegen geknallt. Hätte ich jetzt nicht den Schutz, da hätte ich garantiert eine Macke in der Spule vom Feinsten. So ist in dem Spulenschutz ein kleiner Kitsch drin, aber der kostet halt ein Bruchteil, was eine Spule kosten tut. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Ja, eventuell sind wir dann noch hier auf dem Acker, ansonsten sind wir schon auf dem neuen Acker. Okay, bis nachher. So, liebe Freunde, wir gehen Richtung Auto, außer der DNA und der Doppelknopf vom Daniel, von mir hier, der komisch drüber. Ich meine, ich habe noch einen gefunden, aber ich
Ich glaube, die tue ich ja in das Video mit rein, die Stüber. Wir lassen den nah als Höhepunkt hier auf dem Acker und verdünnisieren uns jetzt irgendwo auf dem nächsten Acker. Das war ein Satz mit X. War nichts, oder? Ja. Okay, komm, das Signal noch. Hoffe für euch, dass das was ist. Und zwar ein 70er Signal. Na, noch da. Mehr in der Kante hier. Und mal tiefer. So. Draußen, ja. Aber Eisen, da seht ihr schon. Okay. Weil das die Abmoderation von dem Acker ist. Lass jetzt mal drin. Oder war da noch was bei? Nein. Nur das große Eisenteil. Okay. Dann sehen wir uns gleich auf dem neuen Acker wieder. Bis später. So, hier habe ich ein 50er, 57er Leichtwert. Naja, wir sind jetzt auf dem neuen Acker. Wir sind die ganze Zeit gefahren. Leider können wir jetzt nicht mehr so gegentesten. Ich glaube, beim Daniel an der 22 ist was an der Spule dran. Oder der Akku ist leer, wie auch immer. Auf jeden Fall war sie jetzt auf einmal völlig tot. Das ist ja dann mit der 28x34 und da kann man keine genauen Vergleiche ziehen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die Töne kommen hier ja, lauter oder klarer. Ich kann es nicht anders beschreiben, ob das jetzt besser ist, aber man hört sie besser. Also man hört die Töne besser. Bis jetzt habe ich noch nichts Negatives zu tun an der 2. Aber wir wollen uns jetzt auch dazu konzentrieren, nicht nur auf die Töne. Hier. 57, ich glaube hier unter dem Stück oder irgendwo dazwischen. So, sagen wir mal, so tief wird er doch nicht sein. Okay. Da oben muss es bei sein. So. Na, da. Und ja, der erste Volli. Aber ja gut, ob der noch was wird, ein ziemlich kleiner. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Das gleiche mal ausgemacht. Ein Meter weiter. Hier ist das Loch vom Volli. Und jetzt hier. Das nächste Signal, ein 61er. Ziemlich laut. Ist auch nicht tief. Ne. Hab ich doch gewusst. Da oben muss dabei sein. Der nächste Volli. Erstmal Ding aus, okay. So. Könnt ihr sehen? Der nächste. Auch wieder so ein kleiner. Okay. So, ungefähr 5 Meter weiter. Wieder ein Signal. Ein 50er. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich muss mal die Kamera ein bisschen weiter stellen, dass ihr das auch seht. So, das wird jetzt hier ungefähr sein. Na? Ne? Aber hier. Vom Ton her klein. Na? So, der dritte in einer Reihe. Da auch? Weißt du, was das sein kann? Das kann zerflüchter Hort sein. Also, ich will mal nicht so laut das jetzt schreien, aber wir haben jetzt hier auf einer Stelle von ein paar Metern schon 4 Vollis gefunden. Ich meine, das kann Zufall sein,
Aber bei mir liegen die alle in einer Reihe bis jetzt. Wäre ja eigentlich schön, wenn das jetzt noch wäre. Ne? Natürlich nicht nur mit Vollis. Ja, wir schauen weiter. Ich halte euch auf den Laufen. Bis gleich zum nächsten. Bin ich wieder mit einer 85/87 Anzeige. Und ihr hört ja selber, wie laut. Gut, ich muss sagen, bei meiner Fernbedienung habe ich ja noch die Hülle drauf. Die nimmt natürlich auch viel. Aber die Töne. Ich habe genauso eingestellt wie bei mir. Die kommen natürlich erstklassig. Also ich muss echt sagen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mein auch auf die 2.0. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die ein neues Update gemacht haben oder das verbessert haben. Also bei den ersten Updates waren ja immer irgendwelche Fehler bei XP gewesen. Aber hier bis jetzt, also alles top. Oh, ich glaube, da sehe ich schon. Eine Münze auf jeden Fall, oder? Oh, bitte. Ey, Daniel. Wenn ich Glück habe, haben wir auch einen Denar. Ja. Lass es ein Denar sein. Oh, ey, komm. Ihr könnt das sehen. Ich war. Da ist Grün dran. Könnte Antonian sein. Ich muss sauber machen. Ja, ich bin jetzt neugierig. Normal mache ich nicht, aber ich bin jetzt neugierig. Oder? Komm. Komm, bitte. Ich will da jetzt nicht drüber rein, wie so bekloppt. Könnte Antonian sein. Ich bleib. Nee, Antonian. Ich glaube, das ist einer. Vom Gewicht her, der ist auch nicht leicht. Der ist schon schwerer. Ja. Könnte einer sein. Ein Antonian. Was meinst du? Das ist kein Volli. Dafür ist der zu schwer. Das ist kein Volli. Okay, Daniel meint, wir ein Volli. Das sehen wir hinter am sauber machen. Und weil dem Markus die Fernsteuerung zu laut ist, verlost ihr die jetzt ab sofort. Ja, nix da. So, wer also der schönste Sonder heute ist, ne, wer das errät, der kriegt die Fernbedienung. Jetzt machst du aber ein bisschen sauber. Du hast da hingerotzt. Ja, weil ich wissen will, ob das einer ist oder nicht. Oh, ich glaube, Daniel könnte recht haben, dass das nur ein großer Volli ist, aber... Ein alter halt. Ne? Aber wie gesagt, das sehen wir beim Namen Saubermann. Okay, wir sehen uns beim nächsten Fund. Bis gleich. So, ich melde mich wieder mal mit einem weiteren Signal. 87 konstant. Ja, hier in dem Bereich muss es sein. So. Ja, auch hier wurde es jetzt schwierig oder wurde es schwierig. Ja, draußen ist es. Es ist laut und bleibt 86/87. So. Ja, hier ist es leider auch schwierig geworden. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch einen neuen Acker nehmen noch. Ja, jetzt ist der Spaten, glaube ich, zu nah. Was weiter nach hinten. Na? Ja, das ist schon. Na? Was ist denn jetzt? Da. Ha, kann man das noch sehen? Wartet, Leute. So, hier hinten ist es bei. Da. Hier, in dem Teil hier. In dem Knubbel. Gucken. Ja, in dem Knubbel hier. Ja. Ja. Dani, jetzt haben wir mal einen Dinner. Und da bin ich mir zu 100% sicher. So, ganz langsam. Ja. Ne, komm. Ja. Ja. Oh, und auch noch ein toller. Ja, da reibe ich jetzt nicht drüber. Ihr könnt ihr sehen. Seh dahinter, wenn er sauber ist. Ey, ein Spitzendinner. Top. Hier, könnt ihr noch mal gucken. Top. Geil. Ja. Ah. So soll's sein. So, Daniel ist schon zum Auto. Das war jetzt wirklich das letzte Signal. Ja. Ich kann lachen, jetzt nicht mehr sein lassen. So würde ich am liebsten nochmal die andere Seite. Oh, die andere Seite ist auch noch richtig geil.
Ach, Leute. Oh, top. Ne, ich gehe da jetzt nicht dran. Ich packe das Ding direkt in meinen Fund-Dings ein. Ja. Was soll ich sagen? Ihr seht sowieso hinter die Funde. Ja, das sind jetzt die Funde. Tun wir hier oben rein. Das sind jetzt die Funde von heute, die Münzen. Ja, mehr kam leider nicht bis jetzt außer Schrott. Und das war jetzt ein Highlight. Also heute, wie gesagt, ja, ist aus, ja. 2 Denare in dem Sinne. Kann nicht sein. Auch meiner jetzt. Das eben, was ich dachte, ist Antonian. Das wird wohl ein großer Volli sein, der aber platt ist. Würde da nicht unrecht haben. Also sah so aus, weil es so weißlich war, als wenn es ein Denar ist. Na, ist es aber leider nicht. Na gut, wir werden jetzt weiterfahren. Ja, schade, dass das mit dem Test nicht so klappte, weil dann ist, ja, wie gesagt, mit der Spule müssen wir mal gucken, was damit ist. Aber den Vergleich mit einer 2834 und so einer 225 und dann die Signale. Also ich bin einer, wenn dann testen wir richtig oder ja nicht. Und vor allem nichts eingraben. So ein Kacki war im Eingraben, ey. Wenn ich da die Leute sehe, die eingraben, machen dann ihre Tests. Kannst das Ding auch ohne Luft halten. Ja. Okay, ihr seid noch mal live mit dabei. Ein 1,7er Signal. Ein 1,7er Signal. Vom Auto, hoffentlich ist es noch was. Na? In dem Knubbel da. Ansonsten sehen wir uns gleich, wenn das jetzt nichts ist, am nächsten Acker wieder. Na, ist das jetzt? Guck mal. Ist das jetzt wieder der Spaten? Ich muss jetzt gucken, ob es der Spaten ist. Ja, ist er. Na? Tatsächlich noch eine Münze und noch ein Volli. Vom Auto, da. Noch ein Volli! Vom Auto! Noch ein Volli vorm Auto jetzt. Ich glaube, die sind alle scheiße. Ich glaube, der ist auch kacke. Aber ja, es geht ja nicht darum. Jo, es ging ja heute eher darum, wie ist die 2.0. Und ich muss sagen, also ich habe bis jetzt noch nichts Negatives. Und aber da drauf einen objektiven Bericht zu machen, ist natürlich, wie ihr wisst, ich bin jetzt einer, der, wenn ich schon einen Bericht mache, dann oder mich über irgendwas äußere, dann muss ich das schon länger benutzt haben, aber ich sage ja, bis aufgefallen. Okay, dann sehen wir uns gleich auf dem neuen Acker. Bis nachher. Tschüss. So, wir sind auf dem neuen Acker angekommen. Hab meine erste Bahn hinter mir. Da war nur Blei bis jetzt. Ich hoffe jetzt, dass es mal was anderes ist. Hier ist das nächste Signal. Ihr seid mit dabei. Bei den anderen wäre da auch alle dabei. Das habe ich auch bei jedem anderen Signal gesagt. Wie bei diesem auch jetzt. Das ist ein 81er Signal. Jetzt hoffen wir, dass das hier was anderes das bleibt. Auf jeden Fall ist der Leitwert was höher. So. Draußen? Ja, glaube ich, oder? Und ist das tiefer. Ja, hier machen wir noch ein Stück rein. Ja, war tiefer. So, hier 80 in dem Bereich da oben. Jetzt hoffe ich, dass man das sehen kann. Ich mache mal die Kamera ein bisschen schräger. So, gucken. Ja, man muss es sehen können. Ja? Ja? Ich glaube, der Spaten ist wieder zu nah für den Pinpointer. Okay, warte. Ne? Na? Ah, oh, jetzt fängt er an, durchzudrehen, wa? Oder? Na?
Ne? Das ist so klein. Hier mal. Na. Aber stimmt nicht. Ich muss hier mal gerade ableichen. So. Das wird es doch nicht gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein Stück Eisen. Hä? Warte, lass mich mal gerade hier. Ich muss gerade mal gucken, mein Signal. Da ist es. Ja, zum Glück, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Das ist eine Münze. Und Wolli. Ja. So, ich muss mal zum Daniel. Daniel hat auch was. Okay, dann lassen wir mal die Kamera an. Ich komme. Also ich packe gerade die Münze weg und dann komme ich. So. Ich komme. Ich habe die Kamera an. Lass dich jetzt an, jetzt bin ich gespannt, was du hast. Wenn du jetzt was Besseres hast, also ihr guckt dann alle weg. Und dann muss ich dann ja schlau in das Loch packen. Scheiße, ist richtig scheiße rein, wenn man sich beeilen will. Wenn man sich beeilen will. So, ich komme. So, Daniel, ich komme. Der böse Bub hat auch was. Ich erschlage dich. Denk dran, wenn du das Besseres hast als ich. Also besser als der Volli, den ich gerade ausgegraben hast, muss ich dich töten. Ich sag das ja zwar immer. Der Spaten ist scharf. Ich habe 29 Leben. 29 Leben. Bist du also praktischerweise eine vierfache Katze. Dreifache. Du Schweinhund. Oh, das wird ein Beschlag sein. Oberflächlich auf? Ja, so. Das könnte vom Eimer sein. Ein Henkel ist das auf jeden Fall. Ja, klar. Hey, aber schön. Aufwendig gemacht. Sehr schön. Ja, ja, jetzt können wir mal sehen, was Daniel findet. Ein Haken offensichtlich. Mhm. Kann auch gut römisch sein. Wird auch passen. Na, ist nichts. Sieht mir denn. So was brauchst du doch gar nicht. Nee, das wird vom... Das wird vom Gefäß sein, weißt du, zum Einhängen, weißt du? Die Waage? Nee, glaube ich nicht. Aber da ist nur die Spitze weg. Deko. Manchmal sind das ja auch, um ja. Keine Ahnung, eine Lampe dran zu hängen oder sowas. Also Raum was. Weil es ist ja mit Deko-Element ja, an der ja. Seite. Ne? Genau. Das heißt, es ist schon... Das oben auf direkt. Ja. War schon mal gut, dass wir weitergefahren sind. Gut. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Auf bis zum nächsten Fund. Ja, genau. Aber nicht mehr für dich. Such dir eine Stelle hier aus. Haben wir Platz hier noch, wo ich dich eingraben kann. Ey, guck mal, bist du in die Streuung hier, ey. Boah, der geht immer noch weiter bis da hinten durch. Jetzt muss ich aber erstmal meine Reihe finden. So, der böse... Ja, der böse Daniel, den tun wir jetzt nicht mehr beachten. So, wir sehen uns gleich bei meinem Fund. Nicht bei seinem Fund wieder. Bis nachher. So, hier bin ich wieder. Mit einem 82er Signal. Sehr laut, sehr stabil. Könnt ihr ja sehen. So, es muss da ungefähr, wo der Stein ist, sein. Wir haben von natürlich etwas weiter von hinten weg. So, jetzt ist ein 83er Signal. Ist da oben irgendwo. Ja, Leute. War jetzt wieder ein paar Bahnen ohne was. Na? Ja, ich sehe schon. Ist wieder ein Volli. Ja. Kann man sehen, ist ein Volli. Oder? Das ist ein Stück Blei. Ne, ist ein Volli. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So, hier habe ich wieder ein Signal. Von 78, 77. So, jetzt kann ich aber auch direkt euch sagen, ich bin jetzt auf meine Fernbedienung gegangen, weil die andere war leer. Könnt ihr selber ja entscheiden, ob die Töne lauter sind. Aber was mir aufgefallen ist, der läuft hier unruhiger mit der 071 hier auf dem Acker.
Und ich habe viel mehr Nebengeräusche als mit der 2.0. Also die 2.0 läuft stabiler, sage ich jetzt mal, vom Verhalten aus her. Aber von den Tönen her würde ich jetzt sagen, ich habe ja hier jetzt die Schutzhülle bei mir auf meinen drauf, wäre identisch. Aber ich kann mich auch täuschen, ne? Also, ne? Okay. Nochmal. So, jetzt ist es an. Ach, sehe ich schon. Ein Volli wieder. Und wir sind jetzt auf einer Römerstraße, also von der Stelle weggegangen. Da geht eine Straße lang. Und die laufen wir uns jetzt mal kreuz und quer ab. Das ist auch noch ein guter, glaube ich. Aber das sehe ich hinterher, wenn sie sauber, wenn die sauber ist. Die anderen sind nicht so gut. Also, das werden wir sehen. So, ich hole euch gleich wieder mit dazu, wenn es was Neues gibt. So, das wird jetzt mein letztes Signal sein. Danach kommt die Abmoderation, weil Daniel ist schon am Auto. Hier habe ich wieder eins kurz. Und 84er kurz am Ende. Unter dem Ziegelstück. Bin ich mal gespannt. Ja, draußen. So. Muss dabei sein. Gutes, ja, 85er. Na, was ist das dann? Dann, komm mal her. Ich weiß nicht, warte. Stell mir nicht, dass du noch was hast auf dem Weg vom Auto. Sieht aus wie... Ich würde jetzt sagen, ist das ein Kästchengriff oder was sagst du dazu? Guck mal. Tja, auf jeden Fall ist schon mal Bronze und alt. Bronze und alt, ja, hoffen wir, das ist alt, das ist nicht neu. Meinst du, das ist alt? Aber ich habe sowas auch schon mal gesehen bei sehr großen Nadeln, dass hier noch eine 30 cm Nadel dran ist. Dann müssen wir mal das sauber machen und gucken. Ja. Oder ein Kastengriff oder was zum Aufsetzen. Klar, aber es ist sehr schwer. Dafür. Das ist schwer, ne? Ja, machen wir gleich mal sauber. Ja, so, Leute, das ist jetzt das letzte Teil. Noch ein großes Bronzeteil gefunden, aber was das ist, kann ich euch auch noch nicht sagen. Das müssen wir sauber machen. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der Abmoderation. Bis gleich. So, ein super Tag ist zu Ende gegangen. Daniel und ich sind heute platt. Wir sind viel gelaufen, haben auch viel gegraben, haben ein paar schöne Funde gemacht. Und ja, ich sag mal, die Ausbeute ist so, dass man sagen kann, ja, okay. Jeder hat einen Denar heute gefunden, das ist schon mal vorab das Highlight am heutigen Tag. Aber wir haben auch sehr viel Schrott gefunden und den möchte ich euch erstmal von mir zeigen. Daniel hat einen schon eingepackt und das ist jetzt nur von meinem Schrott. Dass ihr mal hier seht. Jede Menge großes Blei auf dem Acker, jetzt hier auf dem letzten Acker. Also wirklich große Blei, römische Bleistücke. Natürlich auch kleinere, jetzt hier auch hier, ja, ich sag jetzt mal hier diese Rentenpfennige, habe ich zwei Stück. Ja, ein Stüber noch. Gut, die tun wir mal weg, die brauche ich hinterher wieder für die Rallye. Eine Bleiblombe noch. Was ist das denn? Das ist auch noch eine Münze. Ist das ein Römer, den ich da reingeschmissen mit? Da weiß ich schon ja nicht mehr. Das tun wir mal raus. Ah, ich packe vieles in die Schrotttasche eigentlich ein. Ja, so. Aber das ist jetzt eigentlich überwiegend Blei und ja, Schrott. Ja. Also nichts. Das ist noch eine Münze, okay? Ah, ich habe ein paar Münzen gefunden, aber die ganzen Kelten da zusammengefunden. Ja, ich habe da, ja, du weißt ja mittlerweile, geht das bei mir hier. Das ist auch, glaube ich, noch was Römisches. Ja, so ein Bruchteil, aber auch noch, komm, das tun wir auch noch mal weg. Ich will wissen, was das ist, zu Hause mal sauber machen. Aber der Rest, der kommt dann in die Tonne rein, gekloppt. Da mache ich nicht viel, Mann. Ach, das Einzige, was, das wollte ich dir zeigen, das kann ich euch auch zeigen. Das ist von einem ganz kleinen... Ja, Terra Nigra Gefäß, glaube ich. Da siehst du das. Da, so dass das weiter mitsehen könnt. Das sind so, ja. So eine Schale, weißt du? Ja. So,
Ah, das ist noch eine Bleiblombe. Okay, tun wir die auch noch raus, ey, bevor ich die hinterweg und die Leute sind wieder am Jammern. Ey. Ja gut, das ist Schrott. Und jetzt kommen wir hier zu den guten Sachen. Guten Sachen insofern, die Follies, die werden alle breit sein. Da ist vielleicht einer drunter oder zwei drunter, wo man noch was erkennen kann. Ich glaube, das sind hier die zwei. Das ist, und ich glaube, der letzte. Und das ist hier der, den ich jetzt eben gefunden habe. Obwohl, jetzt bin ich mir ja nicht mehr so sicher, ob das ein Folli ist oder ob das eine normale Münze ist. Weil jetzt kann man die Kante noch sehen. Die ist ziemlich gerade. Oder ist das ein Knopf? Ja, müsst ihr bei mir nachsehen. Das könnte auch ein Knopf sein, weil ich kann ohne Lesebrille nicht mehr genau sehen. So, der vermeintliche Anton Jahn, das wird ein Großfolli sein. So wie Daniel. Daniel hatte recht. Dann hier der Denar. Der ist wirklich noch gut. Also da brauche ich nicht viel sauber dran zu machen. Ja, und jetzt zum Schluss. Ja, das Teil hier. So, also ich würde mal sagen, eher das ist modernere Art. Kann natürlich auch antik sein, aber ich glaube, die ganze Machart ist modern. Aber wie gesagt, nach dem Reinigen sieht man das. So, das war die heutige Ausbeute. Aber jetzt mein Fazit zu der 2.0 und zur 0. oder vielmehr, ja, 7.1. Also, ich würde mal sagen, da ich jetzt hier auf demselben Acker die zwei Fernbedienungen selber genutzt habe, würde ich sagen, die 2.0 läuft ruhiger. So, jetzt habe ich da mit Daniel auch schon drüber gesprochen. Jetzt könnte das natürlich sein, dass XP, und so macht das auch, oder hat es früher mein App gemacht, die ziemlich voreinstellen. Also das heißt, die nehmen euch ja die Sensibilität des Gerätes über die Software. Das heißt, die 07 kann offen sein. Das heißt, sie ist total offen. Dadurch habt ihr einen unruhigen Lauf und habt das Gefühl, dass immer eine Störung da ist. Bei der 2.0 war das eben, wo ich damit gelaufen bin, nicht. Ich bin jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter als viele andere. Ach, ich jammer jetzt auf hohem Niveau. Ich bin jetzt wirklich leid, nach jedem Fitzelchen zu graben. Da kam mir jetzt eben die 2.0 sehr gelegen, weil die läuft ziemlich ruhig. Kam ein Signal, ein positives. Da wusste ich dann nicht auch was. Also in dem Sinne ein positives Teil. So, bei der 07.1 habe ich dieselben Einstellungen eben genutzt wie bei der 2.0. Und da muss ich sagen, hier lief die etwas unruhiger. Ja, das hast du gehört, ne? Das ist ja ein bisschen da zittern, weißt du so. Ja, das habe ich eigentlich immer. Ja. Also, wenn man es gewöhnt ist, ist es kein Problem. Ja. Aber wenn man natürlich Luxus haben will und ganz ruhig laufen will. Ja. Man kann das auch mit der 07, da muss man natürlich eben den Sens runterdrehen. Den Bodenabgleich, wenn der auf 82 ist, sag ich mal, den setzt man dann auf 85 Streifpunkteur und dann läuft das Ding auch ruhig. Aber wie gesagt, ich konnte jetzt nichts Negatives an der 2.0 feststellen. Die Töne kommen knackiger, ja, meine ich zumindest bei vielen kleinen Objekten zu hören, weil bei der 0.7.1 ist das eher so ein bisschen gedämmt im Hintergrund. Ich kann das anders nicht erklären. Das ist so, also die Töne sind weiter weg. Bei der 2.0 meint man, die wären direkt vor einem. Also das ist viel aggressiver, viel knackiger. Also da ist das schon, hat der Kai, der mich darauf hingewiesen hat, hat schon recht. Man kann das vergleichen wie beim Deus 1 mit der HHF-Spule zu gehen. War für mich immer sehr schön, sag ich mal, weil die Töne sehr genau kamen. Und ich musste nicht lang überlegen, ist da was oder ist da was nicht. Also wenn irgendwas lag, man konnte es direkt über den Ton hören. So, und das war bei der 2.0 auch so. So, mein Fazit ist, ich werde mir die 2.0 jetzt auch auf meine Fernbedienung machen. Ich habe die ja jetzt auf der Fernbedienung, die mir mein Sponsor vom www.detektoren-shop.de vom Tim, der hat mir das gesponsert, das heißt, der hat mir das ganze Unterwasser-Kit gesponsert, weil ich werde jetzt in 2 Wochen in Urlaub fahren. Dann werde ich natürlich auch ein paar Tauchfilme machen oder zumindest versuchen zu machen. Das ist ja immer so eine Sache mit mir und meiner Kamera. Ne? Also
Das müsste ja eben mal so sehen, im Wasser wird das bestimmt auch ein bisschen schlimmer werden als wie am Land, aber ich werde mein Bestes geben. Das dem hat volles Vertrauen, deswegen hat er mir das Set gesponsert. Und da ich das ja zu Hause hatte, habe ich mir gesagt, okay, jetzt probierst du das auch direkt mal vom Acker aus. Ja, also an dieser Stelle vielen lieben Dank, Tim, dass du mir das zur Verfügung stellst. Ja, wie gesagt, ich kann nichts Negatives feststellen. Ich will aber auch jetzt die 2.0 nicht in den Himmel hochloben, weil das tun die anderen, die meinen, wenn sie einen Tag mit irgendwas die Young sind, ich sag jetzt mal, sich ein Urteil zu erlauben, wie gut ein Detektor ist oder wie schlecht ein Detektor ist oder wie gut eine Software ist, dann kriegen die dann einen besonderen Namen, die Softwares und die Geräte, und dann wird in die Luft gesprungen bis zum Jet nicht mehr, aber das bin ich nicht. Ich bin sehr objektiv, ich bin Kunde, wie ihr Kunden seid, und ich möchte für mich das Beste rausholen für mein Geld und auch, ich sag mal, wenn ich suchen gehe, von der Software. Und da ich viele Jahre auch für XP Softwares getestet habe und mit einem Schmunzeln sagen muss, am Anfang war XP in den ersten Jahren wirklich top. Da haben sie sich Mühe gegeben. Nur nach den Jahren, wo sie wirklich den Markt erobert haben, lassen die auch viel nach. Aber ich bin ein totaler XP-Fan. Ich kam damals von MineLab und war damit nicht zufrieden. Wenn ihr Tiefe wollt, dann müsst ihr euch natürlich ein MineLab holen. Aber wenn ihr was haben wollt, was genau anzeigt, das wird kein MineLab dem Deus, noch nicht mal in die Nähe kommen davon. Also wie gesagt, ich bin viele Jahre mit MineLab gelaufen. Ich meine, gut, die neuen Geräte natürlich nicht. Ich hatte einen Explorer 2, aber der war schon ziemlich gut. Aber Kleinteile und Genauigkeit, also ja, und vor allem die Kaugummitöne da, ne? Das ist so wie bei Gerrit, als wenn man meint, man hätte irgendwo eine Klingel im Hintergrund, die man jedes Mal drückt, das würde ich am liebsten da drauf treten. Oder bei MineLab, als wenn man da, ich sag mal, ein Flipapparat mit sich rumträgt. Ja, wie gesagt, aber jetzt schweife ich wieder vom ganzen Thema aus. Wie gesagt, ich bin bis jetzt damit zufrieden gewesen, was mir die 2.0 ist. Meine Bedenken, dass unruhiger läuft oder ja, ich sag jetzt mal, für mich fehlerhaft ist, konnte ich nicht feststellen, auch bei den Einstellungen nicht, die ich durchgegangen bin. Das zeigt eventuell die längere Praxis, die wird jetzt nach meinem Urlaub und auch in meinem Urlaub stattfinden. Und dann kann ich sagen, so, ich werde natürlich vor dem Urlaub jetzt nicht meine eigene Fernbedienung auf 2.0 umstellen. Ich habe ja jetzt die ich vom Tim, also vom Detektoren-Shop bekommen habe. Und die kann ich ja ausgiebig testen, am Land und im Wasser. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann werde ich natürlich auch auf die 2.0 wechseln, so wie das der Kai auch getan hat. Und ich denke mir, dann wird auch Kai und Bino nachziehen. Wenn nicht, schlage ich den zweiten Bein in den Nacken, dann ziehen die nach. Aber das soll jeder so machen, wie er denkt. Also, ihr habt mit beiden Softwares keine Fehler. Ihr könnt weiterhin damit laufen, nur ich rate euch von der 1.0 und 1.1 komplett ab. Also lasst da die Finger von, da weiß ich, dass die fehlerhaft sind. So, jetzt habe ich euch genug zugetextet. Das Video wird online gehen, jetzt noch in der nächsten Zeit, noch vor meinem Treffen, dass ihr nochmal wisst, mein Treffen, das große Treffen beginnt am 6.9., das ist ein Freitag ab 15 Uhr. Am ersten Tag ist eine Riesentombola, man trifft sich da, das ist ein gemütliches Beisammensein, ein Grillen, also was heißt Grillen, insofern der Gastwirt grillt, Essen, Trinken ist hier noch vorhanden, viele kennen ja das Ganze, aber die es nicht kennen, das findet auf einem Sportplatz statt. Man kann da zelten für kleines Geld. Man hat da die riesen Duschen, Toiletten, alles wie auf dem Campingplatz. Also alles tipptopp. Die Leute in all den Jahren, wo ich das veranstalte, waren alle klasse gewesen. Man hat schöne Gespräche führen können. Also wer Bock hat, kommt dann. Samstags ist dann die Rallye. Die beginnt zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Die hat zwei Durchgänge. Dafür haben wir auch wieder sehr tolle Preise. Das heißt, Detektoren für die ersten platzierten drei Plätze.
Dann die Pokale, die der Robert Marton erstellt hat. Erstklassig, also wirklich erstklassig. Die sind nicht vom Originalen zu unterscheiden. Außer, da Robert da eine Kunstpatina drauf gemacht hat, die mit Pigmenten hergestellt ist. Würde man da auch eine richtige Patina herstellen drauf, würde kein Mensch den Unterschied zwischen dem Original und dem Roberts hergestellt. Leute, jetzt muss ich noch mal abmoderieren. Daniel ist aus dem Bild, ja komm, setz dich wieder hin. Die Kamera ist aus, der Akku ist jetzt leer, jetzt will ich auch keinen neuen wechseln. Jetzt habe ich auf das Handy gewechselt, so dass ihr das wisst. Ich möchte das jetzt hier nur noch ganz kurz mich verabschieden. Ich bedanke mich für all die Leute, die immer meine Videos gucken, den Daumen nach oben geben, ein nettes Kommentar zum Schluss hinterlassen. Ja, auch für die Leute, die eben keine Kommentare, aber die Videos gucken, die mich weiterempfehlen mit meinem Kanal. Ansonsten, ja, kann so ein Kanal nicht leben. Also, was heißt leben schon, nur man kommt nicht weiter und das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass man weiterkommt. Klar, mögen mich viele nicht, aber ehrliche Meinung, da scheiße ich drauf. Wisst ihr, da scheiße ich drauf. Aber ich bin ja ein ehrlicher Mensch für alle anderen. Bei mir kann jeder seine Meinung sagen. Ich weiß, dass ich nicht ein guter Filmer bin, aber ich hoffe, dass es euch Spaß macht, uns zweien oder vielmehr, wenn Pino oder uns dreien bei unserer Suche zu begleiten. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video, was danach kommt, wieder einschalten werdet. Also bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg bei der Suche. Ich hoffe, dass ich viele beim Treffen sehen werde. Bis dahin, habt euch wohl, euer Markus. Bis dahin, tschüss.